Führe jedes Segment mit dem Controller, um die Erfassung zu bestätigen. Ja, gleich. Sagt ihr jetzt bestimmt noch 7 Mal, bevor ich das auseinandergebrochen. Führe jedes Segment mit dem Controller, um die Erfassung zu bestätigen. Für die Leute, die es gar nicht checken. Hä, was soll ich machen? Was soll ich machen? Berühre jedes was soll ich Segment machen? Mit dem Controller, um die Erfassung zu bestätigen. Was soll ich denn machen, ey? Habe ich so in der virtuellen Welt meinen Controller Berühre genommen. Jedes Segment mit dem Controller, ja. Um die Erfassung zu bestätigen. Einrichtung abgeschlossen. Vielen Dank. Cool. Guck, guck. Was? Was kann ich mit meiner Waffe? Warum sollte ich das machen? Ha! Coole Figuren davon. Komm ich nicht ran. So. Bin ich hier auch. Was habe ich gemacht? Achso. Hier gibt's Waffenwechsel auch, hoch und runter. Und hier auf L2 gehen diese Raketenwerfer. Bin ich gerade? Oh. Warum lädt denn das so lange? Level 1 bin ich erst, oder was? Wieso kann ich hier nicht laden? Hä? Achso. Anscheinend. Hinweis. Zur Rettung. Was denn da? Vielleicht sagt ihr einen tollen Hinweis. Ja. Achso, da oben. Ich sehe noch mehr Trümmer von der Pilgrim. Klasse. Siehst du den zentralen Ring? Nein, noch nicht. Achso, ich hab's noch gar nicht reingesteckt. Und wie geht's? Achso, ist mein Controller drin. Du läufst schon ziemlich lange. Oh, mir geht's super. Ich könnte eine Fußmassage brauchen für etwa 10 oder 11 Jahre nachdem ihr, falls ich das irgendwie. Fußmassage brauchst du. Ich arrangiere das. Ah, klar doch, ich engagiere das. Ich massiere dir die Füße. So, jetzt geht's los. Mehr, du Mistvieh. Komm mal raus! Hm. Oh mein Gott! Voll laut! Mach mal leiser! Ja. Der zerfetzt da sein Kind, was er da rausgekackt hat. Da kommen sie. Genau.
nachladen mit der Kampfgun. Oh. Warte. Ja, warte, warte, warte. In seinem Blutbade. Abspielen. Abspielen. Trophäe. Boah, sieht das cool aus, ey. Das sieht richtig krass aus. So. Ich kann es kaum erwarten, ihre Gesichter bei unserer Ankunft zu sehen. Gott, ich hoffe, ihre Duschen funktionieren. Nee, da telefonieren die. Ich habe einen ziemlich großen Staubsturm genau über mir. Boah, guck mal, der Sturm draußen. Wie hoch die Windgeschwindigkeit ist. Alter, sieht voll echt aus. Aber du solltest Schutz suchen. Verstanden. Die sollte Schutz suchen. Die läuft da draußen rum, weißt du? Und er ist drinne. Und chillt. Hey, alles okay? Du warst still. Guck, wie fröhlich die immer ist. Es ist ziemlich einsam hier. Ich bin nicht sicher, ob jetzt der richtige Moment dafür ist. Wie sitze ich eigentlich? Quatsch, so. Raus damit. Na gut, also. Du erinnerst dich an die Batterien, die alle nur zu 1% geladen waren. Ja. Batterien müssen wir jetzt bestimmt besorgen. So oh, guck mal hier, die, wie das alles wackelt. Dauert, ist ungefähr 30 Jahre. Okay. Also habe ich nachgedacht. Und ich bin rausgegangen und habe etwas von dem Schimmel von der Außenhülle abgekratzt. Das da? Alles okay. Das? Ja. Ich weiß nicht. Alles okay. Also, der Schimmel? Ja, also habe ich die Wachstumsrate gemessen. Und eine solche Ausbreitung des Schimmels dauert etwa 30 Jahre. Worauf willst du hinaus? Worauf willst du hinaus? Jetzt wird es kompliziert. Die Pilgrim durchquerte das Wurmloch ungefähr 3 Sekunden vor uns. Sind wir er? Die Batterien, der Schimmel, deuten an, dass die Pilgrim seit ungefähr 30 Jahren hier ist. So, ich stehe hinter so, ne? Ich will darauf hinaus, dass in jeder Sekunde auf der anderen Seite des Wurmlochs hier 10 Jahre vergehen. Du verstehst, was ich meine. 10 Jahre vergehen, wenn wir durch das Wurmloch gehen. Ja. Nein. Sie ist geschockt. Sieht man ihr an. Das macht Sinn. Honig sammeln wir jetzt ein, oder was? Ich war mir nicht sicher. Es ist eine Theorie. Aber wenn du jemanden bei der Pilgrim findest, werden sie 30 Jahre älter sein als vorher. Krass, die werden 30 Jahre älter sein als früher. Die Pilgrim hat einen Haufen Vorräte. Okay. Boah, das sieht richtig geil aus, ey. Das ist richtig schön so für die Augen. Und weißt du was? Das ist doch sogar eine gute Nachricht. Wenn das stimmt, hatten sie in 30 Jahren mehr als genug Zeit zur Reparatur eines Shuttles. Und das heißt, wir können alle zusammen hier weg. Also, solange sonst nichts mehr schief geht. Oh, fuck! Ich habe auch genau gerade dahin geguckt. Voll so ein Ding dagegen. Haben wir noch schnell Klebeband rumgemacht. Das wird nicht lange halten. Alles okay. Der Sturm macht Probleme mit dem Funk. Was zum Teufel war das? Das war das Fenster. Das war das Fenster. Ich hab's geflickt. Ich denke, es hält. Guck, die sieht uns gar nicht. Die hört uns nur. Wir sehen Ist sie du nur. Okay? Alles okay, ja. Alles gut. Ich meine, geht's dir gut mit dem, was ich gesagt habe? Na klar. Ja, wird schon alles gut werden. Mit ihr ist irgendwas falsch.
Du? Du? Das ist aus gewesen. Ich will mal gucken, was denn, wenn es ein ist. Achso, das ist der Controller, der manchmal hier so nach hinten geht, ne? Was ist? Okay. Also soll ich das wieder ausmachen? Warte, ich guck mal, ob das was anders ist, ob ich irgendwas anders merke. Ah! Das ist nicht so gut. Das ist besser. Das andere, glaube ich. Warte. Achso, nee, da nicht. Ich sehe auch keinen Unterschied. Wie willst du das jetzt haben, an oder aus? Okay. Achso, ja, genau. Warte, nur eins will ich testen. Fixiert. Sehensensoren. Ah, so geht es, dass man auch so geradeaus läuft. Aber fixiert ist besser, weil man dann weiß, wo vorne ist, ne? Genau. Genau.